atrás. The NMI to go in front of you and take the the kinetic? If it's possible, yes, but I don't know the customer is able to go up here. Was? Ja, dann ist es.
Beep! Jetzt soll mal ein Stück zurück, dass er Schwung holt erstmal. Second speed, slow, go. Gas, Gas! Oh, oh. Hey. Look, where is the way and where are you? I make all the time make like this. No. I cannot help. On my own. More, back.
funny. Aber der beißt sich da richtig gerne durch, ne? Ja. Team Berlin. Das Ding ist schon krass, ne? Ja. Ein Ratzli. Jetzt geht's schon besser. Ja. Also. Der 110er da hinten, der hat das Zentraldifferential gebrochen. Und der muss jetzt aus dem Wald geholt werden. Und das macht jetzt der Adrian, der Sven und meine Wenigkeit. Aber es ist ganz schön heftig. Den Adrian hat es gerade von der Strecke gezogen in der Kurve da vorne, weil es halt total glitschig ist. Und jetzt muss der 110er erstmal mit der Winde da um diese glitschige Ecke drumherum und da muss man sehen, dass man weiterziehen. Haben wir doch noch Abenteuer pur. Das ist ja wegen den ganzen Wohnmobilen und überlasteten Autos war es ja etwas schwierig, wenn wir mehr gestanden, als dass wir irgendwas gemacht haben. Aber zumindest meine Person hat jetzt noch mal ein Abenteuer zum Schluss. Muddy, so you can drive a little bit faster.
bin jetzt das erste von vier Fahrzeugen. Hinter mir ist der Discovery am Kinetikseil, danach ist der TC 110er Defender am Kinetikseil und dahinter der Wiener Defender, der kaputt ist. Den ziehen wir jetzt praktisch mit drei Autos aus dem Wald.